Ja, hallo Leute, von mir gibt es auch mal wieder ein Video nach langer Zeit. Ich habe hier ein paar Filme liegen, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Ja, war heute nochmal in Hamburg, hab mir nochmal ein bisschen was geholt, ein paar CDs und zwei Filme und ja, das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Dann mal einmal Deadwood. Keine Ahnung, noch nicht gesehen, den habe ich geschenkt gekriegt. Klang aber ganz interessant und ja. Gucken, wie der ist. Dann als nächstes Evil Dead Woods. Den habe ich auch geschenkt gekriegt. Weiß ich auch nicht, wie er ist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob der uncut ist. Ich hoffe es einfach mal bei 97 Minuten, dass er uncut ist. Wenn nicht, für geschenkt ist das nicht so schlimm. Dann habe ich mir auf dem Flohmarkt letztens noch einen Film geholt. Seum, die Insel, so ein japanischer, koreanischer, der klang ganz interessant und für 2 Euro habe ich den mitgenommen. Mal gucken. Dann habe ich mir Mother Superior oder wie der heißt mitgenommen. Den habe ich schon gesehen, der, naja, ging so, war so mittelmäßig. Hätte man mehr draus machen können, aber da geht ja auch nur 71 Minuten. Also was will man da erwarten? Aber für 10 Euro habe ich gedacht, nimmt sie mit. Aber er war jetzt nicht so. Also ich kann ihn nicht empfehlen. Aber das muss jeder selber wissen. Ja. Dann habe ich Thanksgiving, den neuen von Eli Roth. Oder Eli Roth, wie man auch spricht. Ja, war ganz okay. Konnte man gucken. Er hat definitiv bessere Filme. Also, man merkt aber nicht, dass der von Eli Roth ist. Also, man könnte auch denken, der ist von jemand anderem. Er war okay. Er macht aber bessere Filme. Dann Fredge, A Ghost Story. Den fand ich ganz gut. Es dauert zwar, bis da was passiert. Also, bis der Horror losgeht. Das dauert zwar, aber. Ich fand ihn ganz gut, also mich hat er unterhalten. Dann habe ich Godless, der Exorzismus der Lara Lavender. Ja, war in Ordnung, war okay, konnte man gucken. Gibt bessere Exorzismusfilme, es gibt aber auch wesentlich schlechtere, also man kann ihn gucken. Dann war ich heute noch in Hamburg und habe mir ein bisschen was geholt, nicht viel. Zeige ich euch erstmal die Filme. Einmal Alien Covenant, den hatten sie da für 8 Euro. Habe ich noch nicht gesehen, keine Ahnung, ob der gut ist. Ich hoffe es einfach mal. Ja, habe ich einfach mal mitgenommen. Und dann habe ich noch Found Dead, Urlaub in der Hölle. Der kam ja, ich glaube, heute raus oder so. Ja, klang ganz interessant. Bilder haben mich auch angesprochen und ja, mal gucken, wie der ist. Mal sehen. Dann habe ich mir noch ein paar wer ist nochmal Hörspiele mitgenommen. Entschuldigung. Einmal, ja, die höre ich sehr gerne. Huibu. Da waren 3 Stück für 15 Euro. Die habe ich mitgenommen. Die finde ich eigentlich ganz gut. Da spricht ja auch Christoph Maria Herbst, den König Julius den 111. Und ja, finde ich ganz gut. Mag die Huibu-Reihe, also die Hörspiele sehr gerne. Und bei Saturn habe ich den jetzt mitgenommen für 15 Euro. Dann habe ich noch eins mitgenommen für 8 Euro. Ja, ein paar habe ich schon davon und hab ich mir halt noch ein paar mitgenommen. Dann der Elemente-Kristall. Bin mal gespannt, wie die sind. Also die, die ich bis jetzt habe und gehört habe, die fand ich alle ganz gut. Also ich finde die Huibu-Geschichten ganz gut. Ja. Dann die blauen Büffel. Und ich meine für eine 7,99, das ist in Ordnung. Also auch diese Doppelte für 15 Euro, das ist auch vollkommen okay. Da kann man wirklich nicht meckern. Die letzte ist
Das Geisterkistenrennen. Auch für 8 Euro. Wollte eigentlich noch mehr mitnehmen, aber ich habe gedacht, nee, lass es lieber, sonst ist es nachher zu viel. Also, ich hätte gerne noch mehr von denen mitgenommen, aber ich habe gedacht, nee, lass mal. Und dann habe ich noch eine CD von Kolbi Kellate, ihr aktuelles Album Along the Way. Habe ich mal auf YouTube gehört, fand ich ganz gut. Habe ich mir das für 17 Euro mitgenommen. Ja. Das war's. Gekauft habe ich mir heute nicht so. Naja, nicht viel. In Anführungsstrichen nicht viel, aber ja. Das war's erstmal. Ich weiß auch nicht, wann ihr das nächste Mal was von mir hört, aber mich gibt's auf jeden Fall noch. Tschüss!